burned wasteland lies all about Kaim, while in the flaming sky monsters of the Empire gather like locusts. Kaim mounts the dragon and flies toward the fortress where Furie is imprisoned. Here we go. Flying Mission. Die waren bisher nicht so ein Pain. Na, es gab sie schon. Aber es war eher am Anfang, bevor wir es auf einfach gestellt haben. Ja, das war der Grund, warum wir es auf einfach gestellt haben, tatsächlich. The Eye Beasts. Das sieht mit dem Schlossteil sieht wirklich cool aus. Oder ja, aber es sieht irgendwie so halbtransparent aus. Ich finde das irgendwie eigenartig. Guck mal, die Eye-Beasts hier. Wir kennen da gar nichts. Ja, das ist halt ein Grund wie ein Ei. Sowohl das Englische als auch das Deutsche. Das würde ich dem Spiel auch zu. Was schießen die denn auf? Stop it. Das sind Homing. Warum habt ihr Laser? Homing-Laser. Uncool. Oh ja, okay, jetzt sehe ich es mal. Das sind literally Augen. Ja, aber mit so Partikeleffekten. Die leuchten so komisch. Das sind Disco-Kugeln. Deine Augen, sie leuchten wie die einen Gegner in Drakengard. Oh, danke, Schatz. Seid ihr jetzt? Cthulhu's oder was? Ja, haben die so einen Tentakel. Sind das jetzt einfach nur Eye of the Beholders? Ja, guck mal, das sind voll die Beholders. Ja. Oder wie sie im Deutschen heißen, Augentyrannen. Wirklich? Ja. Die heißt doch Beholders, ne? Ist richtig, oder? Beholder heißen ja. Im Englischen, genau. Augentyrann. Also Augentyrann, ja. Ist ein gutes Wort. Was ein klassischer Sword and Sorcery-Gegner. Das ist ja eigenartig. Wirklich, warum sind die nicht aus Stein, oder? Ja, warum? Weißt du, den Zyklopen, den interpretieren sie als dieses komische Mutantenvieh und... Beholder haben sie einfach kopiert. Vielleicht gibt es da einfach wirklich, weil das gibt so viele Sachen, die einfach Beholder nutzen. Vielleicht gibt es da ein Copyright drauf, dass du das nicht verändern darfst. Sobald du ein großes Wesen mit großem Auge hast, musst du das genauso benutzen. Damn it. Es gibt in der Zelda-Serie so einen Gegner, der ist ein großes Auge. Das haben sie anders designt. Okay. Das kann man bestimmt verklagen. Hallo, wir sind der Dungeon und der Dragon, wir würden sie gerne verklagen. Das ist ziemlich cool sogar. Es ist am Anfang ein ganz großes Auge und du musst immer mit den Pegasus-Stiefeln in die Mitte des Auges rein dreschen, damit es sich in zwei Augen spaltet und das dann da nochmal machen. Und, ja. Ich werde ja gerade sehr treffend festgestellt, man cannot build fortresses in the sky. Ja, das ist korrekt. Also, but gods can. Oder Aliens. Oder Watcher. Nee, das sagt er. What are the Code of the Watchers? Ja, ja. War seine Antwort. Also sein zweiter Satz. Aliens. Das ist perfekt gemacht für diesen Angriff, ne? Yep. Toll. Sind das Augenfledermäuse gerade? Ich glaube, es sind nur Fledermäuse, die wir schon hatten, aber. Okay. Who knows? Vielleicht ist alles augenbasiert von jetzt an. Ist ja auch nicht zu gehen. Was ganz schön frustrierend für Lennart? Lennart wäre, ja. Dass sie es Shell nennen, finde ich irgendwie schön. Weird, ne? Komische Übersetzung. Jetzt hör doch mal auf hier. Ich finde, wenn sie Shell sagt, impliziert es ja, dass da drin noch etwas ist. Ja, aber ist nicht jedes Gebäude dann eine Shell? Ja, vermutlich. Aber es ist ja nicht nur eine Festung, oder? Es sieht aus, von Weitem sieht das aber aus wie eine fliegende Insel. Ja, ja, ist halt eine Festung, die auf Boden noch ist. Ja, ja, würde ich auch sagen. Das ist wie in Lufia, da gab es das auch. Lufia. Huch. Da ist eine kleine Stadt unten drauf noch. Das sieht jetzt komplett anders aus, was? Ah, oh, die Stadt ist so hoch. Der Drache, der kann nicht so hoch fliegen aus Gründen. Luft wird zu dünn. Für den Drachen. Mission complete. Das war komisch. Keim so, okay, landen wir wieder und metzeln ein paar Leute ab. Kann ich beleben. Well, this was nothing, diese Mission, die war ja... Müssen wir jetzt erst einen MacGuffin suchen, damit wir da rein können. Oh, vielleicht eine... So, hier so eine Kugel wie in Final Fantasy 13.2. Da sehen die in der Luft ein anderes Ding schweben, sagen, da ist eine bestimmte Kugel drin und genau dann haben die wieder was davon. Genau, das wird jetzt passieren, Römer. Jetzt haben wir ein neues Kapitel. Chapter 6, The Sky Fortress. Aber reicht trotzdem schon so. Cool. Wollen wir dann nochmal nach dieser Waffe gucken? Oder machst du das wirklich unabhängig von der Aufnahme? Also ich würde lieber weiter voran machen und okay, gleich mal eben hier nachmachen.
dann so. Weil wer weiß, wie lange diese dritte Mission dauert, bis man da reinkommt, wo das spawnt. An old enemy. Cutscenes. Sky Fortress. Kannst du ein lauter machen bei uns dafür? Was war das denn? Gemein. Worauf gucke ich da? Priestess, let me have Kaim. Soll sie hochgefahren werden in dem Bett? Was liegt da im Bett? Ich glaube, das sollen irgendwie schöne Kleider oder Blumen sein oder so. Guck mal. Sieht aus wie ein toter Clown. Aber guck mal links, die Figur. Hast du gerade gesehen? So ein kleines Kind. Und da ist auch so eine komische Säule, Lichtsäule. I am strong. I feel love. Love for the Watchers. Love for you. I feel love. Aww. What the fuck is going on? Anyway, bye! So, wenn so ein Bett mit Ketten in Verbindung gebracht wird, muss ich immer an Silent Hill 2 denken. Das Kind, hast du Drakengard 3 noch so ein bisschen im Kopf? Nee, nicht wirklich. Weil, erinnerst du dich noch, als man, ich glaube es war One, besiegt hat, die ja so ein kleines Mädchen war. Ne, war alles ein Mädchen. Die hatte dann einen Zwilling. Okay. Weißt du das noch? Wo so, ah, ich habe einen Zwilling, einen Bruder. Haha. Müsste ich mir wirklich nochmal angucken können. Sah genauso aus. Achso, okay. Fourier is held imprisoned in the floating fortress that hovers beyond Kaim's reach. From its belly, Inuat swoops down, his mad eyes so blinded by passion that he can no longer see the object of his love. Me? Also ein Drachenboss-Fight, oder was? Maybe. Swoops down? Ich meine, offensichtlich kommt er ja zu uns. Oh ja, hat sogar eine Bossleiste. Battle him as best you can. Au. Oh, cool. Furiai. Furiai? Interessant. Ja, er sagt immer Furiai. Du weißt doch nicht mal, wie man den Namen meiner Schwester ausspricht, die ich liebe. Auf viele Arten. Ja, wir können gar nichts aussprechen, also. True. Wieso hat denn der immer so ein Echo-Effekt. Ja, das ist, weil er Virgil ist. Sein ist. Er ist unser Virgil. Sag doch, Tom. Es ist einfach Devil May Cry, dieses Spiel. Ja. Wir sind auch rot, er ist blau. Alter, come on! Obvious. Shame on you, Devil May Cry. Shame on fucking you. Wann kommt Devil May Cry raus? 2000 oder 2001? Eins, glaube ich. 2001. Aha, im gleichen Jahr wie Drakengard. Genug Zeit, es zu kopieren. Ja, so ähnlich für die Sinn mussten die nur Assets übernehmen. Ja, so. Ja, das erklärt natürlich auch ein bisschen mit dem Kampfsystem in diesem Spiel. Es gab halt so dritte Person Action, Character Action Games gab es einfach noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Mit krassen Kampfsystemen. Das hat ja Devil May Cry erfunden. What the fuck? Er übt gerade, wie man den Namen ausspricht. Furiai. Das klang wie so ein Chan. Das ist ein Cheerleader. Ich glaube, der hat gehört, dass wir den vorgeworfen haben, dass er nicht wüsste, wie man sie ausspricht. Ja. Ich bin sehr froh, dass das nicht so schwierig sein scheint. Ich habe neulich erst wieder gelesen, dass Kamiya, als er Devil May Cry, also als er das Projekt hatte mit Team Little Devils, dass wirklich die Inspiration von Onimusha kam, dass er Onimusha super geil fand. Hättest du ihn Onimusha geil fand? War Onimusha vor Devil May Cry? Ja, ja. Hat Devil May Cry es eigentlich, dann hat Onimusha es eigentlich erfunden. Genau. Okay. Aber Devil May Cry hat es halt sehr stark erweitert um Sprungkombos und so ein Kram. Ja, also ja. In Onimusha ist ja das Kampfsystem noch relativ. Ja, aber es ist. Zahm. Es ist in Devil May Cry 1 aber auch noch. Das stimmt, aber da also es gibt zwischen 1 und 3 wirklich einen Riesenschritt. Ja, ja, ja. Aber ja, dieses, man hat auch Fernkampfwaffen. Ja. Und, ja, auf jeden Fall. Jetzt können wir nach oben. Jetzt können wir nach oben fliegen. Weil wir im Windschatten nämlich von Furia sind. Und von Inuat, meinst du? Furi. Aber ja. Dass das hier aussieht wie so ein Planet, weißt du, das sieht aus wie so ein Animal Crossing. Ja, aber das aber auch so, also von unten war es hier so ein angerundetes Erdball-Ding. Wirkte auf mich sehr anders, aber sure. Aber es ist halt auch so groß, dass es dann einfach so aussieht. Okay, Tom, we in there. Ich mag das voll hier gerade. Das war so,
Der Drache war so dunkel. Ja, ja. Es war fast so ein Schwarz-Weiß-Kontrast. Riding the same air current. Schuhe. Ist tatsächlich der Windschatten. Ihr Ficker. Sie ihn macht. Kaim and the Dragon managed to reach the fortress. Now they must find the sanctum that lies at its heart and rescue Furiae. Muss man auch wissen, Drachen sind wie Segelschiffe. Ja, scheinbar. Same air current. Ja, jetzt sind wir. Jetzt sind wir dazwischen. Wir sind gerade zwischen. Ja. Ah, es ist wie, wahrscheinlich wie der Death Star, das ist so eine Öffnung. Genau, es ist wir sind in der Mitte und es hat so eine Öffnung in der Mitte. Musst du gerade auch sofort cool. an Todesstern denken. Das ist ja cool. Es ist nicht wirklich wie der Todesstern, aber wir meinten das Gleiche. Ja, oder Sternzerstörer. So sieht's gerade aus. Ist wie ein Sternzerstörer. Hä? Was ist so? Hä? Was? Ne? Ach so, das meinst du. Ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Du hast völlig recht. Es gibt ja die Original diese Szene in Last Jedi. Ne, wo er dann. Ja, ja. Piep, 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 piep. Wo ich jetzt alle besiege, wie viele Gegner es hier gibt. Ich weiß auch nicht. Hast du ein anderes Ziel kannst du ja nicht haben. This colossal structure houses the source of all the evil. Destroy the cannons. Okay. Aber worauf zählt? Kann ich die Wand kaputt machen hier oder was? Vielleicht sind die eher weiter oben. Kann ich abspringen? Nee. Oh Gott. Oh Gott, das sieht irgendwie weird aus. Sind die Cannons hier drin? Ach, das sind Cannons. Aber das ist ganz ehrlich, das ist. Also, ich weiß nicht ganz, warum man Cannons in das Fortress reinbaut, das von Wänden dann umgeben ist, weil die haben hier nicht so viel zu tun. Aber ganz ehrlich, das wirkt irgendwie voll. Mutig irgendwie auf mich. So so ein Innenraumdesign, natürlich nach nichts aus, wo man dann durchfliegt. Das ist irgendwie cool. Ja. Ich glaube, es wird auch sehr frustrierend, hier alle Cannons zu finden. Das aber sehen wir ja gleich. Vor allem sind so ganz klassische Kanonen. Ich sehe es ja trotzdem auch cool. So ein Piratenschiff. Das ist so dumm. Wofür stehen die hier? Na, falls ein Drache kommt und dazwischen fliegt. Oder das sind einfach, die werden hier gelagert. Ach so. Größte Lagerhalle der Welt. So, hier ist die Magie auch sehr gut für. Was? Kanonen? Wer jetzt, ja. Au, was soll das denn? Ich glaube, dieses Ding bewegt sich halt teilweise, während du drin bist. Das wirkt manchmal so. Ja, ja. Ich liebe total die ganze Zeit, weil du dir einfach nur beschäftigst, wie physisch, wie geht das? How does it work? Als ob er. Der ist schon mit Bleistift und Notizen. Ja, als ob er gerade sein CinemaSins-Video produzieren will. Ich war doch gerade auf der anderen Seite von der Wand. Nee. Das ist so eine Einbuchtung. Aber hier ist er doch auch nicht. Doch, okay. Doch. Es fliegt echt vorwärts währenddessen. Das ist wirklich so. Super. Ich finde, hier ist voll die Aufbruchsmusik. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an. Nausea Chair. Das ist auch so ein bisschen so Musik. Gibt es da eine offizielle Aussprache eigentlich für? Weil ich sage immer ja, Nausea. Ich hab mich damals auf jeden Fall informiert, aber ich weiß es nicht mehr. Hoch! Oh, das ist ziemlich fucking das? Cool. Fortress. Haben die Laser? Laser? Was ist denn der Laser? Das eine sah gerade aus wie ein Laser. Also, wenn ich jemals Waffen gesehen habe, die ineffektiver gegen Drachen waren, dann fallen sie mir gerade nicht ein. Stimmt, das war was anderes. Da könnten so Laser draus. Man kann nicht hovern, ne? Nicht soweit ich weiß, nee. Ich versuche mal nach oben zu fliegen. Und dann. Hopp. Okay, das war eine komische Drehung. Aber I guess. Boah, der wird dann aber auch so schnell. Oh, fuck my life. Oh boy. Diese Waffe. Stationäre Waffen sind die gefährlichsten für mich. So, drehen wir uns nochmal um. Das hier jetzt in VR wie Ace Combat. Okay, das war einer. Das wäre das Desorientierendste. Ja, weil du ja auch nichts erkennst, weil das gleich aussieht. Ja. So. Ach gut, dass man die so ein bisschen durch die Wände Wand, kaputt machen kann. Auch im Boden? Durch den Boden? Nee, nicht so. Ich habe Schaden gemacht, aber ich hatte gerade noch Vollenergie. Ist jetzt nur noch die Hälfte. Ah! Ich schieß Kanonen ab, Digga! Ich wollte gerade sagen. Vielleicht stehen da Menschen, vielleicht sind das Menschen, die zu Kanonen transformiert wurden, wenn man die in der Nahaufnahme sieht.
It's possible. Ja, vielleicht werden die ja, sind die ja bemannt, aber... Ja, das kann auch sein. Sieht für mich nur aus wie Kanonen. So, hier irgendwo noch ein oder zwei. Wenn ich der Map glauben darf. Ich bin mal ganz oben. So. Zum Glück haben wir diesen weißen Pfeil, der es auch ein bisschen anzeigt, wie viel, wo die nächste... Ja, nicht aber die nächste, er sagt nach einer. Ach ja, ich kann ja hier mit Kreis kann ich ja... So. Jetzt bin ich nicht mehr gelockt. Das vergesse ich immer. Wovon redest du? Woher weißt du das? Warum sagst du ganz, dass wir verloren haben? Ja, ich sag doch, der ist ein Pessimist. Ja! Geil! Das war's schon, okay. Ja, Alter. Warum haben wir ihn mitgenommen? Nee, ich weiß auch nicht. Werdelay. Weil er so hübsch aussieht. Ja, das kann es nicht gewesen sein, nee. So, jetzt mal richtig Progress hier rollen. Nach der einen Mission. Ja, das waren jetzt wirklich vier Missionen. So bam, bam, bam. Ja.